Heute geht's los mit der Schleimkap. Ich spring rein. Nein, du rutschst aus. Hey Leute und willkommen zum Viertelfinale des Slime Cups und ich spiele gegen Surprise Place. Wir spielen zuerst mit seinem Kit auf der Büscherei-Map. Okay, interessant. Genau. Okay, mal schauen, was hat er so Einstellungen? Eigentlich relativ normale. Gut, ist K.O.-Phase angesagt, also wir sind jetzt hier im Viertelfinale. Der Gewinner von uns kommt ins Halbfinale, also unter Top 4. Und muss dann gegen Flan oder Lama antreten. Naja, er hat schon seinen Jeppel gegessen. Und es wird nicht leicht, ihn zu besiegen, sag ich schon mal. Also, ich bin mal gespannt, ob ich gewinnen kann. Wäre natürlich echt cool. Aber ich bin schon ein bisschen aufgeregt. Auf jeden Fall am aufgeregtesten von allen Kämpfen bis jetzt. Jetzt war er ganz gut hier gerade, aber er hättet mich auch gut, das gewinnt er. Fuck, GG. GG. Als nächstes geht es weiter mit dem Kitsoup. So, weiter geht's mit dem Kitsoup auf der Tatooine Map. Er führt 1-0. Das erste Mal, dass ich hinten liege in diesem Projekt. Puh, okay, mal schauen. Ich weiß nicht, ob er suchen kann. Ich kann nicht so gut suchen, also geht so. Ich kann halt nicht Hotkeys, Problem, ich scroll halt. Aber sieht trotzdem besser aus für mich momentan. Dann kann ich nämlich wieder einen Gleichstand rausholen. Naja, ich darf mich nicht zu früh freuen. Das kann auch alles passieren. Aber ich gebe mir trotzdem Kampf. Unterschied 1-1. Es geht weiter mit dem Army-Kit. Okay, weiter geht's mit dem Army-Kit. Das ist ja auch ein relativ bekanntes Kit aus dem Slime Cup. War auch schon in der Anfangsphase dabei. In der Gruppenphase. Genau, wie ihr schon seht, die Kits sind jetzt random. Also ich habe die davor ausgelost mit random.org, mit der Seite. Deswegen, ja, ist die Reihenfolge bei jedem der Teilnehmer anders. Genau, in der Beschreibung ist auch ein neuer Tabellenlink. Da seht ihr auch die anderen Kämpfe, wie die so gekämpft haben. Könnt natürlich auch bei denen in ihren Folgen vorbeischauen. Naja, ich müsste den Kampf jetzt gewinnen. Also, ich habe dann zwar noch eine Chance, wenn ich es verlieren würde. Aber trotzdem, sicher ist sicher. Sieht gerade relativ gut aus für mich. Okay. Angezündet in Lava und hab auch gewonnen. GG. 2-1 für mich. Es geht weiter mit dem Standard-Kit. So, Standard-Kit. Wenn ich jetzt gewinnen sollte, dann bin ich im Halbfinale. Und wenn er gewinnt, dann steht es 2-2 und dann entscheidet mein Kit am Ende. Ja, ich muss jetzt gewinnen. Dann bin ich nämlich weiter. Unter den Top 4 des Projekts. Das wäre natürlich richtig cool. Da muss ich gegen Flan oder Lama antreten. Gegen Lama habe ich schon mal gewonnen. 4-0 im Slime Cup. Gegen Flan habe ich noch nicht gespielt. Flan ist echt gut. Jetzt treffe ich nicht so gut. Jetzt habe ich gerade mal wieder einen getroffen. Die Pfeile machen hier echt ordentlich Damage durch die Kettenrüstung. Er hat sich doppelt geheilt. Und seine Pots verworfen. Das ist gut für mich. Aber ich darf jetzt meine nicht voreilig werfen. Keine Pfeile mehr. Die war ganz okay, sag ich mal. Er hat noch Pfeile, das Problem. Ich heile mich auch mal. Aber er kriegt halt auch da was Damage, müssen gleich abschießen. GG, ich bin im Halbfinale, sehr nice, aber wir kämpfen noch eine Ehrenrunde mit meinem Kit. So, es geht weiter. Letzte Runde. Steht 3-1 für mich, ich habe schon mal sicher gewonnen. Mal schauen, ob ich noch das 4-1 rausholen kann. Obwohl ich am Anfang hinten lag, sah es am Ende jetzt doch besser aus für mich. Aber er hat echt gut gekämpft in der ersten Runde vor allen Dingen. So, ich bin dem Fallschirm ausgewichen. Mein Pot war nicht so gut, aber seine auch nicht. Okay, ich habe mich geheilt, er auch. Oh Gott. GG. Okay, 4-1. Puh, das war auf jeden Fall eine spannende Runde. GG an dich, Deri. Und ja. Es geht demnächst mal weiter mit dem Halbfinale gegen Flanö Lama. Ich bin mal gespannt, wie es das so sein wird. Wenn ich das Halbfinale gewinnen sollte, ist ja so geil, im Finale zu sein. Naja, wir werden sehen. Und ja, ich würde mich sehr über einen Daumen hoch freuen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.